Augenblicke. Feinkost flüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de. Mein Name ist Fabian Faber und heute machen wir einen Drink, der sich One Night in Bangkok nennt. Er basiert auf Wodka. Dazu benötigt man noch Cherry Herring, Brombeersirup und nachher zum Aufgießen Ginger Ale. Und der Drink wird geshaked. Wir benötigen 4 cl Wodka. Dann 2 cl Cherry Herring. Und 1 cl Brombeersirup. So ist der Drink natürlich sehr, sehr süß. Deswegen benötigen wir auch noch Säure, um die Süße zu balancieren. Und hierfür brauchen wir den Saft von jeweils einer halben Zitrone und einer halben Limette. Hier empfiehlt sich natürlich immer, auf frische Säfte zuzugreifen, denn gerade bei Zitrusfrüchten ist der Unterschied doch gewaltig. So, und dann auf Eis shaken. Nehmen wir mal lieber den richtigen. So. Servieren, wenn wir den Drink in einem klassischen Longdrinkglas. Hier sieht man natürlich die schöne rote Farbe vom Brombeersirup und vom Kirschlikör. Und jetzt zu guter Letzt mit Ginger Ale auffüllen. Dazu gehört noch der obligatorische Strohhalm. Und als Deko empfiehlt sich eine Physalis. Und fertig ist der One Night in Bangkok. Cheers.